Man weiß nie, auf welche Idee Trump als nächstes kommt. Bei mir ist jetzt Sandra Navidi vom New Yorker Beratungsunternehmen Beyond Global. Schön, dass Sie da sind, Frau Navidi. Ein künftiger US-Präsident, der noch gar nicht im Amt ist und der US-Wirtschaft und auch ausländischen Unternehmen schon mal Anweisungen erteilt, das ist doch in der westlichen Welt doch eher ungewöhnlich, oder? Ja, das ist ein Unding. Das ist noch nie vorgekommen. Damit verwirrt er die Wirtschaft, die ja eigentlich Planungssicherheit braucht und genaue Parameter, an die sie sich halten können muss. Und das verwischt er jetzt alles. Warum pickt sich Trump einzelne Unternehmen raus, um sie anzugreifen, um sie zu kritisieren? Was steckt dahinter? In erster Linie wahrscheinlich ein Show-Effekt, aber es ist keine Methodologie erkennbar, genaue Kriterien, nach welchen er diese Unternehmen aussucht. Es erscheint sehr willkürlich und ist auch wenig effizient. Obama hat 5000 Jobs pro Tag im Durchschnitt geschaffen, also die 800 hier und da, die er angeblich beschafft, sind nicht besonders hilfreich. Worauf er genau hinaus will, im Endeffekt weiß man nicht genau, er demonstriert seine Macht. Donald Trump hat ja als erster US-Präsidentschaftskandidat seine Steuererklärung nicht veröffentlicht. Er weigert sich. Keiner weiß, wo er investiert ist weltweit. Kann das auch ein Grund sein, ein Hintergrund für diese Angriffe auf einzelne Unternehmen? Ja, das ist eins mit der größten Probleme. Man weiß nicht genau, wer davon profitiert, dass er den Börsenwert dieser Unternehmen so weit manipuliert. Er selbst soll sein Aktienportfolio ja liquidiert haben, angeblich vor einiger Zeit. Das kann man nicht nachprüfen. Aber seine Kinder könnten ja oder seine Familie hält Vermögenswerte, seine Freunde, seine Geschäftspartner. Zu wessen Vorteil das im letzten Endes ist, kann man schlecht beurteilen. Aber dass er befangen ist, ist klar. Es ist jetzt rausgekommen, dass 150 Finanzinstitute, die Schulden halten, die seine Unternehmen haben, die bis 1,5 Milliarden hochberechnet werden. Das heißt, eine Bank, die möglicherweise vollstrecken könnte gegen ihn, hat da Verhandlungsspielraum gegen ihn. Also mit anderen Worten, er ist potenziell käuflich. Das ist ein großes Problem. Trumps Absicht, in den USA Jobs zu schaffen, ist ja löblich. Aber er tut es auch gegen andere Länder. Insbesondere Mexiko hat er auf dem Kicker. Warum gerade Mexiko? Genau, Kriterien. Er kritisiert NAFTA, aber zu NAFTA gehört auch Kanada. Gegen Kanada hat er nichts gesagt. Er hat China angegriffen wegen Protektionismus, also den er jetzt geltend macht. Aber zu Deutschland hat er auch noch nichts gesagt. Also es ist keine klare Linie erkennbar. Was die Industrie braucht, ist genaue Vorgaben. Es ist eine Politik, die sich auf alle gleich bezieht. Einzelne hervorzunehmen, verzerrt den Wettbewerb und ist wenig effizient und auch völlig ungerecht und kann auch dazu führen, dass Arbeitsplätze vernichtet werden. Sandra Navidi, Dankeschön. Bitteschön.